Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete, liebe Gäste und ganz speziell zu diesem Thema sehr geehrte Landesregierung. Ich brauche nicht alles wiederholen, was vorher gesagt wurde, aber dass in Rheinland-Pfalz wie in Deutschland insgesamt immer mehr Armut und vor allem auch Kinder- und Jugendarmut vorhanden ist, ist ein Ergebnis der verfehlten Politik von Rot-Grün und ein Skandal zugleich. Und auch wenn Ihnen die eigenen Koalitionsparteien den Gefallen tun, mit einem Gefälligkeitsantrag Ihre Politik der Symptombekämpfung zu bejubeln, so bleibt doch der Fakt bestehen, dass Sie nun genau das bekämpfen müssen, was Sie und Ihre Parteikollegen im Bund durch eine falsche Politik in den letzten Jahrzehnten selbst verursacht haben. An dieser Stelle dürfen sich auch die Kollegen der CDU angesprochen fühlen, welche in ihrem Alternativantrag die Programmposition der AfD kolportieren. Und natürlich besteht kein Zweifel daran, dass im Bereich der Kinder- und Jugendarmut Handlungsbedarf besteht. Betrachtet man die Bertelsmann-Studie, auf die sich hier bezogen wird, so ist neben der Tatsache, dass die Kinderarmut stark gestiegen ist, besonders zu berücksichtigen, dass vor allem die jüngsten Kinder stark von Armut betroffen sind, was neben einer gescheiterten Sozialpolitik auch als Beleg einer gescheiterten Familienpolitik anzusehen ist. Doch wenn Sie nicht aufhören, Armut und Bildungsferne in Massen nach Deutschland und Rheinland-Pfalz und damit in unsere Sozialsysteme zu importieren, gerät Ihre Politik zu einem Hase- und Igel-Spiel. Die Armut ist dann immer schon da, wenn der Hase Ihrer Symptombekämpfung hinterhergehetzt kommt. Es wirkt zudem wie ein politischer Offenbarungseid, wenn Sie in Ihrem Antrag schreiben, dass armen Menschen gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht und die Wirkung ihrer Armut minimiert werden soll. Sie haben also die Massenarmut unter Kinder und Jugendlichen längst akzeptiert und verteilen nur noch Almosen. Selbst der gebührenfreie Kindergarten ab 2 Jahre für alle Kinder muss von Seiten der Kommunen mit neuen Schulden finanziert werden. Was letztendlich heißt, dass die Kinder, die hier angeblich gebührenfrei betreut werden, ihre Betreuung zu Teilen selber zahlen werden, in der Zukunft mit Zins und Zinseszins. Und das ist sozial gerecht, Frau Ministerpräsidentin, richtig? Die AfD-Fraktion wird daher nicht müde werden, auf fast allen Politikfeldern, sei es Familie, Bildung, Steuer oder Zuwanderung, eine Wende hin zu Sinnhaftigkeit und Realität zu fordern, zum Wohle unserer Kinder. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion. Bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste auf der Tribüne. Das Thema Kinderarmut ist seit mehr als 20 Jahren bekannt. Die Zahlen sind vielfach veröffentlicht und immer wieder aktualisiert worden. Es gibt Berichte von Gewerkschaften, Kirchen, Verbänden und Ministerien. Sie alle haben festgestellt, dass alleinerziehende und kinderreiche Familien in den Armutsrankings seit langem ganz oben stehen. Allein die Politik hat es versäumt, hier wirksame Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und dass gerade Sie, verehrte Kollegen von der SPD, diesen Zustand hier so wortreich beklagen, ist schon bemerkenswert. Ist es nicht Ihre Partei, die seit dem Jahr 2000 mit kurzer Unterbrechung Regierungsverantwortung im Bund trägt? Warum haben Sie denn nichts unternommen, um die wirtschaftliche Situation von Familien nachhaltig zu verbessern? Warum sind Sie nicht den mehrfachen Aufforderungen des Bundesverfassungsgerichts nachgekommen, die Erziehungsleistung von Eltern bei der Sozialversicherung stärker zu berücksichtigen? Warum haben Sie kein Familiensplitting eingeführt, um Familien dadurch steuerlich spürbar zu entlasten? Stattdessen haben Sie die Abschaffung des Betreuungsgeldes betrieben. Hat Ihre Familienministerin in Berlin ein Elterngeld auf den Weg gebracht, das Mehrkindfamilien massiv diskriminiert? Stattdessen plant Frau Schwesig jetzt ein Familiengeld, das für Mütter und Väter noch mehr Arbeit und noch weniger Zeit für ihre Kinder bedeutet. Mit diesem Antrag, werte Kollegen von den Regierungsparteien, vergießen Sie ganz, ganz große Krokodilstränen.
denn sie beklagen hier eine Situation, für die sie wesentlich mitverantwortlich sind. Und wenn ich mir die Vorschläge ansehe, die sie zur Behebung der Probleme machen, dann fällt natürlich auf, dass sie wieder einmal die Kita als Wunderwaffe gegen Familienarmut in Stellung bringen. Ich möchte dem hier ausdrücklich widersprechen. Ohne, und das betone ich ausdrücklich, damit die grundsätzliche Berechtigung dieser Einrichtung in Frage stellen zu wollen. Denn zum einen hat die erhöhte Zahl an Krippenplätzen die Kinderarmut ganz offensichtlich nicht aufgehalten. Zum anderen ist es keineswegs im Sinne der Familien, wenn Eltern immer stärker beruflich eingebunden werden. Aus vielen Umfragen wissen wir, dass Familien sich nichts sehnlicher wünschen, als wieder mehr Zeit miteinander verbringen zu können. Es gibt auch eine Kinderarmut in Form von mangelnder Zuwendung und Liebe durch Mütter und Väter, die sich notgedrungen dem Diktat der Arbeitswelt unterwerfen müssen. Wenn Sie Familien und Kindern wirklich helfen wollen, also liebe Frau Kollegin, wenn wir jetzt in der Schule wären, dann würde ich die erste Reihe hier mal langfristig nach hinten setzen, weil diese permanenten Störungen sind unerträglich. Ich habe hier für Ruhe zu sorgen. Nein, wir werden das angemessen Maße schieffahren, bitte mit der Rede. Darum würde ich Sie ausdrücklich bitten. Es ist wirklich schwer für jemanden, der hier vorne steht, sich zu konzentrieren, wenn dauernd Einwürfe von dieser linken Seite hier kommen. Es ist auch schwer auszuhalten, was Sie hier vorne. Ja, das glaube ich Ihnen. Und dann würde ich Sie bitten, das als Möglichkeit zum Einüben von Toleranz zu nutzen. Da haben Sie nämlich durchaus Nachholbedarf. So eine Toleranz wie Sie haben wahrscheinlich. Ne? Ich darf jetzt um Ruhe bitten. Der Abgeordnete Frisch hat das Wort. Und sonst vielen Dank, Herr Präsident. Wenn Sie Familien und Kindern wirklich helfen wollen, dann setzen Sie sich für ein Familiensplitting ein. Dann sorgen Sie mit dafür, dass im Dienst der Allgemeinheit erfolgte Erziehungsleistung endlich angemessene Anerkennung findet. Unser Sozialsystem, das den Gewinn aus der Kindererziehung vergesellschaftet, die Kosten aber ganz überwiegend den Eltern überlässt, ist der Hauptgrund für die Familienarmut. Wir müssen diese Enteignung der Familien beenden, dann wird nicht nur die demütigende Behandlung durch Hartz IV überflüssig, dann müssen wir auch keine Debatten über Kinderarmut mehr führen. Geld ist genug da, wie die Banken und die Flüchtlingskrise anschaulich belegen. Was fehlt, ist schlicht der politische Wille, Kinderarmut wirklich beseitigen zu wollen. Dies zeigt auch der vorliegende Antrag trotz vieler schön klingender Worte sehr deutlich. Wir werden ihm deshalb nicht zustimmen. Vielen Dank.